So, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich ein vorhandenes Bild ein wenig verändern kann. Und zwar geht es mir jetzt hier zum Beispiel um Erlenmeyer-Kolben. Hier habe ich auf einer Grundlage von einem Erlenmeyer-Kolben, der von jemand anderem gezeichnet worden ist, aus diesen Erlenmeyer-Kolben verschiedene andere gezeichnet. Also zum Beispiel verschiedene Größen oder hier zum Beispiel Weithals-Erlenmeyer-Kolben. Jetzt erscheint es doch zunächst mal, dass man sagt, naja, ist doch ganz einfach, SVG-Format, was ich ja hier bei Open Clip Art immer bekomme, das kann ich ja einfach beliebig verformen, aber so einfach ist das eben doch nicht. Ich habe mir diese Datei runtergeladen und in Inkscape geladen. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich lösche mal die anderen und wir nehmen uns einfach diesen ersten Erlenmeyer-Kolben vor. Machen den noch ein bisschen größer, dass wir ihn besser sehen. So, jetzt nehmen wir mal an, ich kopiere ihn mir mal und möchte gerne einen Weithals-Erlenmeyer-Kolben haben. Dann ist es ja einfach so, dass man sagt, naja gut, dann mache ich das ganze Ding halt breiter. Nur man sieht jetzt, dass halt nicht nur der Hals breiter wurde, sondern es wurde alles verbreitert. Es wurde hier zum Beispiel die Rundung verändert und auch hier dieser Rand ist nicht mehr der gleiche. Ich hätte allerdings nur diese beiden Linien auseinanderziehen wollen. Die Radien der Kreise, die hier zum Beispiel sind, die hätten natürlich gleich bleiben sollen. Was kann ich also machen? Es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ganze also schon hinzubekommen. Und darum geht es mir jetzt zunächst mal. Also, ich erstelle mir eine Kopie, wiederum eine neue. Und wir gucken uns das mal genauer an. So, bei diesem Bild generell handelt es sich um ein Bild, das ja aus verschiedenen Linien zusammengesetzt sind. Man kann die Einzellinien erkennen, zum Beispiel wenn man hier auf diesen Bearbeiten der Knoten geht und dann sieht man die einzelnen Linien. Wir gehen mal ein bisschen größer drauf. Und wenn ich die anklicke, kann ich zusätzlich zu diesen Knoten auch noch Anfasser sehen. Die kann ich ja jetzt mal verändern oder kurz bewegen und wieder rückgängig machen. Also diese Knoten sind die Punkte, durch den die Linie geht und diese zusätzlichen Anfasser, die sind dafür da, die Form der Linie zu bestimmen. Im Grunde genommen, wie weit geht diese Rundung hier zum Beispiel eben nach außen. So, und was ich jetzt ja alles haben möchte, ist das eigentlich nur jeweils diese Linien hier nach außen gehen, der Rest, die Anfasser hier, die Knoten und der Formgebungsknoten hier, dass die eben unverändert zueinander bleiben. Und das kann ich machen, indem ich nämlich Folgendes tue: Ich markiere diese ganzen Knoten hier und verschiebe sie jetzt nach außen. Das kann ich von Hand machen, indem ich sie einfach ziehe. Aber das hat jetzt gerade nicht geklappt. So rum. Indem ich sie ziehe. Und jetzt bleiben sie zueinander gleich. Aber sieht natürlich nicht so gut aus. Außerdem die Frage ist, wenn ich das jetzt auf der rechten Seite genauso mache, wie sorge ich dafür, dass das hier symmetrisch zu diesem Boden hier in der Mitte ist, zu der Mitte ist. Und da gibt es eine Idee, was man also machen könnte, ist einfach eine Seite markieren. Und dann hat mir 1, 2, 3 Knoten markiert und diese Knoten verschiebe ich jetzt mit Hilfe der Pfeiltasten nach außen. Zum Beispiel sage ich einfach mal dreimal nach außen klicken. 1, 2, 3. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Und verschiebe es jetzt auch nach außen. 1, 2, 3. Und dadurch, dass die Punkte und jetzt alle zueinander eben identisch sind, habe ich jetzt quasi einen breiteren Hals hier oben. Und der Rest bleibt in etwa gleich.
Klar, der Radius oder das Ganze verändert sich natürlich schon ein wenig, wenn ich eben hier diese Linie weiter nach außen ziehe, der ganz einfach der Winkel dieser Linie hier nicht mehr identisch ist. Ich kann natürlich auch einfach, Moment, mal anwählen, auch andere Bestandteile zusammenfassen und dann zum Beispiel verändern, indem ich zum Beispiel hier das nach unten schiebe. Dann hätte ich eben das Ganze ein bisschen niedriger. Also ich verwende jetzt hier eben nebenbei die Pfeiltasten. Und auf diese Art und Weise kann ich einen Teil der Zeichnung verändern, ohne dass ich das Gesamtbild verzerre, wenn ich einfach nur die Breite des Bildes verändere. Das würde, was hier eben hier geschehen würde. Das sieht überhaupt nicht mehr nach einem Erlenmeyer-Kolben aus. Deshalb nimmt man also eine schöne Zeichnung und kann das Ganze dann eben so verschieben, dass es dann passt in der Größe und im Format, wie man es haben will. So, man kann es natürlich durchaus auch manchmal in der Größe verformen, manchmal passt es vielleicht ganz gut. So, und damit hat man eben die Möglichkeit, zum Beispiel aus einem Erlenmeyer-Kolben dann ganz verschiedene Formen darzustellen. Ja, noch eine kleine Ergänzung, die mir noch gerade eingefallen ist. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel hier das Ganze verschieben könnte mit Hilfe der Pfeiltasten 1, 2, 3 oder wie auch immer. Die Schrittweite, die ich mit einem Klick auf die oder Tipp auf die Pfeiltaste gehe, lässt sich verändern. Das ist irgendwie festgelegt. Und wenn ich jetzt Funktionstasten dazu verwende, wie zum Beispiel jetzt probieren wir gerade mal die Shift, also die Großschreibetaste, dann habe ich eine ganz breite Strecke, die das Ganze bewegt wird. Die Steuerungstaste, die bewegt das ganze Bild. Und dann haben wir noch die Alt-Taste und die führt dazu, dass ich ganz kleine Schritte mache. Das heißt, mit der Shift, mit der Großschreibetaste, gehe ich sehr große Schritte. Mit keiner zusätzlichen Taste gibt es mittelgroße Schritte und mit der Alt-Taste zusätzlich zu den Pfeiltasten habe ich also ganz feine Änderungen. Das ist eine generelle Sache, die ich sicherlich hin und wieder mal brauchen werde, wenn ich irgendwas ausrichten will, was ich also nicht automatisch positionieren kann. Und so kriege ich dann hoffentlich schön aussehende Geräte. Man sollte sich am besten, wenn man gerade dabei ist und wenn man weiß, wie es funktioniert, auch ruhig ein größeres Set an Geräten einer Sorte zulegen und das Ganze zeichnen. Und wer besonders nett ist, der lädt das dann auch noch hoch zur Open Clip Art, wie ich das hier gemacht habe. Und naja, ein paar Leute haben sich's runtergeladen. Und ich hoffe, auch konnten es auch sinnvoll einsetzen. Vielleicht gibt es demnächst noch ein paar mehr schöne Geräte.